Wie zwei Jungen zu Tauben wurden. In früheren Zeiten konnten die Leute von der Erde zum Himmel hinaufsteigen und umgekehrt konnten die Leute aus dem Himmel zur Erde herabsteigen, weil damals Himmel und Erde noch nahe beieinander lagen. Über eine hölzerne Treppe fand, nach den Wünschen jedes Einzelnen, ein häufiges Kommen und Gehen statt. Im Himmel lebten nicht weit von der Treppe eine Großmutter mit ihren beiden Enkeln. Eines Tages trug die alte Frau ihren Enkeln auf, zur Erde hinunterzugehen und Feuer zu holen. Die beiden Kinder stiegen hinunter, um das Feuer zu holen. Sie gingen hierhin und dorthin und fragten immer nach einem Ort oder Haus mit Feuer. Nach langem Fragen kamen die beiden schließlich zu einer Hütte, die Feuer besaß. Da sagte der Ältere: »Ha, jetzt haben wir glücklicherweise Feuer gefunden. Komm, wir tragen es zur Großmutter. Sie wird sich bestimmt freuen, wenn sie es bekommt.« »Ja, doch wie sollen wir es tragen?« fragte der Jüngere. »Ganz einfach«, war die Antwort seines Bruders, und er nahm ein Stück brennender Holzkohle. Weil sie glühte, warf er die Kohle wieder hin und sagte: »Vorsicht, Bruder, das Feuer hat Zähne. Es hat beinahe meine Hand abgegebissen.« »Zähne?« sagte der Jüngere. »Warte, ich hole ein Seil, dann binden wir die Kohle fest und schleifen sie hinter uns her.« Während er das sagte, ging er los und suchte nach einem Seil. Nachdem er eines gefunden hatte, band er die Kohle fest. »Komm, Bruder«, sagte er jetzt zu dem Älteren, »wir ziehen die Kohle, die ich angebunden habe.« Er hatte noch nicht fertig gesprochen, da sah er, dass das Seil ganz von dem Feuer gefressen worden war. »Ach, das Seil ist durchgebissen«, sagte da der Jüngere. »Was sollen wir jetzt tun?« »Einfach«, antwortete der Ältere. »Wir fangen die Kohle gemeinsam und stecken sie in meine Tasche.« Sie holten die Kohle und steckten sie in die Jackentasche der Älteren. Einen Moment später brannte die Jackentasche und die Kohle fiel zu Boden. Die beiden Kinder verzweifelten immer mehr angesichts eines so kleinen Feuers, das die Hand schmerzen ließ, Seile durchtrennen und Jackentaschen durchlöchern konnte. »Wo eigentlich liegen die Zähne dieses Feuers?« fragte der Jüngere. »Das weiß ich auch nicht«, erwiderte sein Bruder. »Wenn ich es wüsste, würde ich ihm die Zähne herausschlagen.« Die beiden drehten die Kohle hin und her, wo möglicherweise die Zähne sein könnten. Doch weil sie nirgends zu sehen waren, setzten sie sich ratlos hin. Plötzlich sagte der Ältere: »Ich habe einen Plan. Lass uns die Kohle nehmen und in meine Decke packen. Wir werden sie so fest einwickeln, dass sie nicht beißen kann.« Nachdem er so gesprochen hatte, nahm er die Kohle wieder und wickelte sie in seine Decke. Dann sagte er zu seinem jüngeren Bruder: »Komm, Bruder, wir gehen heim. Das Feuer kann uns nichts mehr machen.« Danach gingen sie mit dem eingewickelten Feuer zur Treppe. Sie wussten nicht, dass das Feuer bereits die Decke angesteckt hatte. Als es heiß wurde, sagte der Ältere: »Ajo, komm schnell, Bruder, es beginnt wieder zu beißen.« Und jetzt eilten sie in Richtung Treppe. Bevor sie dort ankommen, loderte das eingewickelte Feuer und verbrannte die Decke und den Körper des Älteren. Da warfen sie das Feuer auf den Boden und ließen es das Gras und die nahe der Treppe aufgehäuften trockenen Blätter verbrennen. Das Feuer loderte immer höher und verbrannte schließlich auch die Holztreppe, sodass die Leute aus dem Himmel nicht mehr auf die Erde konnten und umgekehrt die Leute von der Erde auch nicht mehr in den Himmel. Beim Anblick der verbrannten Treppe fürchteten sich die beiden Kinder und liefen davon, um sich im Wald zu verstecken. Als die alte Frau hörte, dass die Treppe, die Himmel und Erde verband, vom Feuer aufgefressen und verbrannt war, wusste sie, dass ihre beiden Enkel angerichtet hatten. Zornig ging sie nahe an die ehemalige Treppe und rief laut nach ihren beiden Enkeln, doch niemand antwortete. Ihr Zorn wuchs und sie verfluchte die beiden. Als sie die Verwünschung ausgesprochen hatte, sah man den Himmel sich höher und höher heben. Die beiden von dem Fluch getroffenen Kinder wurden in Tauben verwandelt und flogen in Richtung Himmel. Doch bevor sie ankamen, hatte sich der Himmel leider schon zu hoch erhoben. Die beiden kehrten zur Erde zurück und lebten als ein blühendes Pärchen, das sich, wie man heute sehen kann, zu Tausenden vermehrt hat.